Es gibt ja dieses eine ganz bekannte Zitat, was insbesondere von Rechtsextremen und Rechtspopulisten total gern genommen wird. Nämlich, wenn der Faschismus wiederkehrt, würde ich nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Das wird gern genommen, um zu belegen, von den ganzen Montags-Querdullis und Rechtsextremen, um zu belegen, dass eigentlich der Antifaschismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts sei. Das Überraschende ist, ob das Zitat tatsächlich stimmt, weiß man nicht, weil aufgeschrieben hat das Zitat, was auf den italienischen linken Sozialisten Ignazio Silone zurückgeht, ein Freund von Silone. Ob das tatsächlich authentisch ist, weiß man nicht, weil es gibt dafür nur eine Quelle. Selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, das Zitat ist zutreffend, dann wird man sagen können, das Zitat stimmt tatsächlich. Allerdings muss man sich die Vorzeichen umdenken. Die ganzen, sowohl AfD, Querdenker und so weiter, gehen montags auf die Straße und rufen Frieden, Freiheit, keine Diktatur, und sie rufen Widerstand. Das, was sie die ganze Zeit erklären, ist, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, wir leben schon in einer Diktatur und sie seien der Widerstand gegen diese Diktatur, in der die Meinungen unterdrückt werden. Im Grunde genommen erklären sie sich damit zu Antifaschisten, und damit stimmt das tatsächlich. Sie wollen etwas Totalitäres, den Autoritarismus zurück, sie wollen in den Nationalismus zurück und meinen aber die ganze Zeit, sie leben schon in einer Diktatur und seien der Widerstand dagegen. Wenn ich das Zitat also anwende und die Vorzeichen umkehre, kann ich sagen, das Zitat ist zutreffend. Gedacht war es übrigens als Warnung vor reaktionären Kräften. Von daher, das Zitat ist zutreffend. Man muss sich nur die Begriffe genau angucken und mit der Situation auseinandersetzen und nicht nur in dem verhaftet sein und sagen, ich höre das, was ich höre, und wende das genauso an. Nachdenken gehört halt schon dazu.